Hallo, hier ist wieder euer Weehawk. Ich begrüße euch zurück bei den Budokai Tenkaichi 3 Mods. Ja, und es geht weiter mit Dragon Ball Action. Und ich würde mal sagen, auch heute ist mal wieder Tag Team Action angesagt. Wir nehmen Gott oder Kami, wie auch immer. Und nehmen natürlich auch noch Mr. Popo in sein Team. Und gegen wen lassen wir die beiden antreten? Ich würde mal sagen, wir gehen eine Etage tiefer und lassen die beiden mal antreten gegen den guten Meister Quitte und seinen Mitbewohner, wenn man so will, nämlich Yajirobe. Und ich glaube, ich sollte den Ton ein bisschen leiser machen. Ich habe das gerade festgestellt, es ist ein bisschen laut. So. So sollte es hoffentlich okay sein. Okay, legen wir los. Und zwar natürlich hier. Heimvorteil für Gott und Popo. Gott und Popo. Das könnte ein guter Name für einen Roman sein. Genau. Einen nicht ganz jugendfreien. Und zugleich sehr blasphemischen. Aber egal. Alter. Der klingt ja wirklich wie Gott. Sieh mal einer an. Ja, und der hat was drauf. Also ich muss sagen, der sieht richtig gut aus. Auch Meister Quitte ist richtig gut geworden. Da tut es mir eigentlich fast schon weh, dass ein paar Charaktere leider nicht so gut gelungen sind. Wie jetzt zum Beispiel den Rinderteufel. Und auch andere, die wir noch sehen werden. Zumindest insbesondere einen. Aber die hier, richtig toll. So macht das Spaß. Ja! Ha, 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 ha. Nimm dies! Oh, heiliges Schein! Wieso eigentlich Kamehameha? Wieso ist immer alles Kamehameha? Nicht immer ist alles Kamehameha. Ja, ja, du hast schon völlig recht. Das wird richtig göttlich! Oh, das wird richtig göttlich. Ich will ja nichts sagen, aber damit hättest du Piccolo in die Schranken weisen können. Und Gott lacht. Tja, Meister Quitte bisher ein bisschen chancenlos. Das hätte ich so gar nicht erwartet. Aber der ist ja richtig stark hier. Hoi! Hoi, genau. Na bitte, schon wehrt er sich. Mit seinem Stab, Schrägstrich, Schwert. Wow, gut ausge... Maximo Poder! Habe ich übrigens auch. Haha! Oh, das war irgendwie erwartbar. Haha! Wow! Wow, okay, irgendwie... Irgendwie sind beide gegenseitig ausgewichen. Beide haben den Effekt ihres Maximum Power Mode genutzt. Aber jetzt kommt Yajirobe und deswegen sage ich... Ha! Aua. Ja, 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 ja! Ah, da, 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 da! Oh, yeah! Ja! So gefällt mir das. Ist wunderbar, um wieder reinzufinden. Auch keine allzu langatmigen Kämpfe. Wobei wir das auch nochmal, denke ich, machen werden. Dass wir irgendwie nochmal 5 gegen 5 machen oder so. Okay, läuft prima, Fox. Au, da wo du hinhaust, tut das echt weh, Mr. Popo. Kannst du das bitte... Ah, jetzt wollte ich mal einen Wurf anbringen, da war ich zu cocky. Dann nimm halt das. Oh, jetzt wehrt er sich ja doch hier. Vielleicht sollte ich doch mal wieder ein bisschen mitkämpfen, also ordentlich kämpfen. Hoi. Okay, er wehrt sich. Dann muss ich jetzt von anderer Seite auf...
ziehen. Damn it! Okay, das ging leicht. Du hast immer noch einen schönen Turban. Fände ich wirklich. Schön und selten. So, machen wir weiter mit Gott. Würde ich mal sagen. Denn der hat noch eine alte Rechnung offen. Mit einem ganz besonders alten. Wo ist denn der Alte? Da ist der Alte. Aber leider nicht der ganz Alte. Wir haben also wirklich nur den etwas verjüngten Piccolo dann. Es wäre schön, wenn wir hier den etwas faltigeren auch hätten. Haben wir aber leider nicht. Na gut. Auch der wird noch eine Rolle spielen, aber wir lassen ihn jetzt erst einmal gegen Gott kämpfen. Gott gegen Teufel. Gott gegen Oberteufel, wenn man so will. Stellt euch mal vor, Gott ist auf die Erde gekommen, um den Teufel herauszufordern, der gerade auf der Erde wütet. Ja, dieses Szenario haben wir jetzt. Ahora, debes esforzarte. Du hast völlig recht. Ich weiß ja nicht... Es ist interessant, dass Gott so viel größer ist wie Piccolo. Er ist ein bisschen, also das Einzige, was man halt wirklich bemängeln muss, ist, dass er ein bisschen zu groß geraten ist. Aber ansonsten sieht er schon richtig gut aus. Zack. Oh. Oh, das ist schon ziemlich brutal. Das ist definitiv ziemlich brutal. Sah merkwürdig aus, aber egal. Oh. Was bist du? Was willst du denn? Ha, ha, ha! Ronaldinho Soccer! Was? Ich weiß nicht, warum ich darauf jetzt wieder kaufe. Alte Memes auspacken. Ich muss ein bisschen gut was machen. Weil der hat ja doch deutlich mehr Energie als ich. Insofern... Stirb, du Oberteufel! So, schon ist das Ganze wieder ein bisschen ausgeglichener. Ja, 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 ja! Hopsa! Hopsa! Oh, Alter, was macht der denn jetzt gerade? Ja, über Nahkampf könnt ihr euch heute nicht beschweren. So, nutzen wir den... Oh, scheiße! Ich wollte gerade sagen, nutzen wir den Nahkampf jetzt noch ein bisschen im Maximum Power Mode. Weil mit Nachbildschlag ausgestattet, kämpft es sich im Nahkampf doch ziemlich gut. Da brauche ich jetzt gar keine Ki-Attacke einsetzen. Das regeln wir jetzt einfach so. Das geht rubbel die Katz, dauert keine 5 Minuten. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Warum tue ich das? Ich wusste, dass das passiert. Oh. Kannst du bitte mal aufhören, so Masengespamme zu machen? Du weißt nicht, wie man das Spiel spielt. Piccolo! Dann nimm halt das. Ach. Dann nimm halt das nicht. Na? Hahaha, ja, lach ihn aus. Das kommt bestimmt gut. Aber eins bleibt nach wie vor gleich. Sie lassen mich einfach keine Würfe anbringen. Immer wenn ich Würfe anbringen will, bin ich sowas von dem Eimer. Oh, scheiße. Nein, nein. Das darf nicht wahr sein. Wenn das jetzt über 10.000 Schaden macht, und das wird es wahrscheinlich, habe ich verloren. Warum bringe ich es denn nicht zu Ende? Oh Gott! Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Ich hatte mehr Glück als Verstand, aber ich habe gewonnen. Alter.
Eieieiei, sowas darf aber überhaupt nicht passieren. Ein spanischer Mod und schon mache ich nur Eieiei. So, was machen wir jetzt? Och, du liebe Zeit. Wollen wir nochmal Yajirobe gegen Zimbel aufgreifen? Wenn wir schon gerade so ein bisschen in die Piccolo-Saga gehen. Ich bin ja so froh, dass Zimbel da... Oh, wisst ihr was? Wir kämpfen mal mit Zimbel. Wir drehen den Spieß mal um. Diesmal darf Zimbel gewinnen. Also, wenn ich gut genug bin zumindest. Jetzt bin ich schon wieder an ihm vorbei, ne? Ach, du liebe Zeit. Das habe ich mir noch nicht gemerkt, wo wer ist. So, zack. Und dann machen wir jetzt einfach nochmal Yajirobe in den Ring. Das ist ja auch eine feine Sache. Da ist er. Genau. Diesmal kriegt Zimbel seine Rache. Das wird ganz, ganz großartig. Glaubt es mir nur. Ich bin mal gespannt, was der drauf hat. Oh. Was? Okay, er sagt gar nichts und Yajirobe macht nur L. Und haut erstmal ab. Du hast keine Lust zu kämpfen, habe ich recht? Ja! Okay, mein Freund, das war's! Wow, Zimbel, nicht schlecht. Nimm dies! Okay, nett. Sie haben zumindest mal seine Blitzattacke hier doch ganz gut eingebaut. Das muss ich wirklich sagen. Sehr, sehr schön. Leider sehe ich aufgrund der Flügel nichts. Das ist ein bisschen nervig. Boah, ich kann echt seine Sprintattacke abwehren. Und er ist doch ziemlich beweglich für so einen fetten Drachen. Das muss man ja sagen. Apropos fetter Drache. Ich glaube, Shenlong gibt es ja auch als spielbarer Charakter. Habe ich noch nicht ausprobiert. Das muss ziemlich... Bitte? Das muss ziemlich affig aussehen, auf jeden Fall. Ah, Gott. Die spanische Yajirobe-Stimme ist ja doch irgendwo passend. Zack. Aber doch vermisse ich irgendwie den spanischen Riku. Ich kann mir nicht helfen. Joj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 o. Dämonische Kraft! Wow. Habt ihr das gesehen? Seine Hörnchen leuchten und jetzt schickt er ihm eine richtig heftige Blitzattacke. Wow, 22.000 Schaden. In sein Face. Ich sage ja immer, wenn ich würfe, aber das war auch viel zu weit weg. Ach. Explosion der Elektrizität. Ja, nicht wirklich. Wow, okay, weggekontert. Auch mal interessant, einen Gegner auf diese Art und Weise zu besiegen. Sehr schön. Na schön. Jetzt will ich da nochmal gucken. Hatten wir nicht irgendwo Shenlong? Oder habe ich mir das letzte Mal irgendwie falsch gesehen? Ah, hier. Ah, okay, das war nur das Bild hier. Okay. Das ist interessant. Ich weiß nicht warum, aber dann nehmen wir WQ einfach mal, wenn der hier schon als Special-Charakter drin ist. Und weil ich überhaupt keine Ahnung habe, wie ich Lucifer unterbringen soll, nehmen wir einfach mal ihn als Gegner. Was mache ich jetzt einfach mal? Aber dann, hier, in einem etwas düsteren Szenario. Jetzt bin ich gespannt. Alter. Der sieht jetzt zum Beispiel leider nicht so toll aus. Er hat irgendwie die Son Goku-Frisur und
Der ist nicht ganz so toll geworden. Aber interessant, mal einen Gegner aus dem Dragon Ball Movie zu sehen. Die Dragon Ball Filme sind ja nicht ganz so bekannt wie die Dragon Ball Z Filme. Das ist wirklich mal sehr interessant. Aber noch interessanter ist, dass ich bisher chancenlos bin. Ja. Oh, okay, aber dafür mache ich ordentlich Schaden. Ja, dann kann eigentlich nicht so viel schief gehen. Okay, komm. Zack. Ja. Oh, Scheiße! El Po de la Grasa. Ja! Oh, das war nicht gut. Nee, das war irgendwie beides nicht gut. Wir haben es beide verkackt. Siehst du mal, die Meister des Verkackens heute. Oh Gott! Aber am spannendsten wirklich Gott gegen Piccolo am Ende. Das war ein Highlight. Aber ich bin gerade echt überrascht. Ich habe ja gegen den überhaupt keine Chance, obwohl ich einen ziemlich starken Charakter habe, der ordentlich austeilt. Alter! Und sogar das gekontert. Ich hatte keine andere Wahl. Ah! Oh. Gegen gekontert. Ella Badge, Ella Badge. Ne, 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 ne. Sansuken! Das war zwar nicht Sansuken, aber das ist eigentlich egal. Hier in diesem Spiel kann alles Sansuken sein, wenn es das nur will. Oh, scheiße. Das darf ich nicht machen. Ich darf ihn nicht einfach hier zum... Genau deswegen. Oh, wenn sowas trifft, ey, wird das nämlich richtig, richtig teuer. Oh, shit. Oh, scheiße. Wenn er jetzt was hinten dran setzt, dann... Nee, kann er nicht. Hat zu wenig Energieeinheiten. Wenn er da jetzt nämlich eine Ki-Attacke hinten dran setzt, kann es dann auch schon mal schnell vorbei sein. Das sind immer sehr, sehr tödliche Kombinationen. Aber jetzt! Boah, sehr schön. Gut, dass er nicht ausgewichen ist, sondern in den Maximum Power Mode wollte. WQ hat gewonnen und ich weiß auch gar nicht, ob wir den jemals in Mods hatten. Bin mir tatsächlich gar nicht mehr sicher. Und wenn, dann haben wir ihn, glaube ich, gar nicht so wirklich eingesetzt. Sehr schön. Ein kurzer Kampf oder ein kurzer Part heute. Aber wir haben doch, denke ich, einiges untergebracht. Und beim nächsten Mal werden wir einfach mal einen Teamkampf machen mit... zumindest mal 4 gegen 5 werden wir mal machen. Was genau das sein wird, was ich mir da überlegt habe, das seht ihr im nächsten Part von Dragon Ball Z, den Budokai Tenkaichi 3 Mods.